Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Age of Empires Definitive Edition. Unsere Holzproduktion läuft gut und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid bei mir, Zigaro, in diesem wunderbaren neuen altem Spiel. Neu alt bezogen auf neues Update, schickere Grafik und ich finde super, dass dieses Genre wiederbelebt wird. Ich hoffe, da folgen dann noch einige Spiele in den nächsten Jahren, die uns den Aufbau einer Zivilisation oder eines Volkes ermöglichen. Gut. Wenn ihr neu seid, könnt ihr mich für jegliche Form dieser Strategiespiele begeistern und auch abonnieren, immer erinnern, Vorschläge könnt ihr mir geben und. Das könnt ihr auch natürlich, wenn ihr nicht neu seid. So, wir sind immer noch in der Bronzezeit. Also immer noch, ist gut. Wir müssten hier eigentlich gleich hoch. Das heißt, erstmal erweitere ich unsere Verteidigung. Okay, jetzt wird hier schon rausgegangen, teilweise. Das wollen wir aber nicht, denn ich möchte erstmal einen Stall bauen. Der kommt hier hin. Jetzt kurz überlegen. Wir können auch ein Regierungsgebäude bauen. Das haben wir nämlich auch noch nicht. Das kommt hier hin. Und dann gibt es noch dieses Gebäude. Das bauen wir auch. So, Bogenschützen werden immer mehr. Hier auf dieser Seite könnten wir jetzt Bodentruppen bauen. Wir sehen, hier oben ist Gold. Das heißt, wir brauchen den Bereich auch. Das heißt, ich sammle hier unten jetzt meine ersten Kämpfer. Nämlich genau 5 Stück, die dann begleitet werden mit den Streitwagen und von 8 Bogenschützen circa. So. Und wir brauchen, wie gesagt, einen Aufklärer. So, hier werden wir jetzt ein Lagerhaus bauen. Dahin. Und die hier kümmern sich gleich um den Bau von Feldern. So. Somus. Feld ist immer noch Hotkey F. So, Felder entstehen. Holz wird abgebaut. Ah, herrlich, wenn man sieht, dass alles arbeitet, oder? Ich finde das immer super. Zack, 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 zack. Hier oben. Und er jetzt auch noch hier. So, das nenne ich Nahrungsproduktion. Wenn die beiden Bäume wechseln, können wir die Mauer hier im Übrigen abschließen, also durchziehen. Bis hierhin irgendwie ist mein Plan. So, hier unten haben wir alle 5 Kämpfer. Das heißt, die beiden raus und die 4 hier oben raus. Die beiden Streitwagen. So. Okay. Evil Daddy. Somus. Okay. Honez. Terrible. Okay. Somus.
So, unsere Reiterei. Perfekt, oder? Hat geklappt. Einmal eine Rundumsicherung hier aufbauen. Ja, hier oben kann man eine richtige Festung raufbauen, schon fast. Das ist jetzt unser Plateau. Das sind jetzt andere, ganz andere Bogenschützen. Kompositbogenschützen. Ihr seht, wie sie aussehen. Haben ein richtiges Gewand. So, den Aufklärer vorschicken. Mal gucken, was wir hier haben. Weitgreifendes Gelände. Unser Ziel ist halt komplett alles vernichten. Zerstören sie die Regierungsgebäude, Mehrzahl, der Völker. Und das hier scheint wirklich alles uns jetzt zu gehören. Damit haben sie bestimmt nicht gerechnet, dass wir so schnell expandieren. Ja, perfekt. Unser Gelände. Hier oben kann man rüber. Hier kann man rüber. Das sind zwei Überquerungsstellen. Die einzigen beiden. Die befestigen wir jetzt. Das heißt, wir brauchen ein paar Bauarbeiter dafür. Mit so viel Holz. 37 Arbeitern. Drei Stück reichen mir eigentlich für jegliche Form von Befestigungsbau. Dann können wir erstmal ein bisschen forschen. Ich würde sagen, Bauzeit verringern. Wo ist der Markt? Da ist der Markt. Nahrungsproduktion. Ah ja, alles klar. Wir haben ja keine, nicht so viele Steine. Das heißt, um Steine abzugrasen, müssen wir hier oben erstmal auch ein Lager bauen. Können wir denn, haben wir denn genug Steine für einen? Nein, wir haben nicht mal genug Steine für einen Turm. Ist ein bisschen doof, okay. Aber wir akzeptieren das. Meine Frage ist, können wir mehr als 50 Leute bauen? Bevölkerungsmenge. Ich finde 50 echt wenig. Hoffe darauf, dass wir mehr bauen können. Nein, geht nicht. Das heißt, wir werden nach der Nahrungs- und Holzproduktion hier unten anscheinend ein paar Abstriche machen müssen, was Truppen angeht. Gold müssen wir auch suchen. Also eigentlich brauchen wir viel mehr Arbeitskräfte. Im späteren Spielverlauf kann man auch irgendwann bis 200 Arbeiter bauen. Das verstehe ich, denn das ist super wichtig.
Wir updaten jetzt die Mauer. Ach, können wir gar nicht. Wir haben keine Steine dafür. Okay. Mir wäre lieb, wenn die Arbeiter schneller laufen würden. Das ist das hier. Ganz wichtig. Wir schicken hier jetzt schon mal den Erkunder rüber. Das ist ein roter Turm. Ja, okay. Wir werden attackiert. Oha. Aua, aua, aua. Oha, ich opfer den jetzt im Übrigen. Das nenne ich eine ganz schöne Festung einzunehmen. Das wird nicht mal eben so gehen. Was hier alles rumliegt. 225. Das heißt... Erectus. Yuri? Thema Schutz. Hone. Somus. Blerabit. Somus. Bombis. Hella. Kann angegangen werden. Bombis. So. Zwei Türme, die wir auch umrannten, so wie er. Ich mach das fast genauso. Holz wird irre krass abgefarmt. Aber ich mache das eiskalt so. Ich ziehe das durch. Wir nehmen den gesamten Baum, den gesamten Wald hier weg. Dann haben wir genug Holz gesammelt. Um den Angriff zu wagen. Jetzt kommen sie auch mit Streitwagen. Ob sie das gut finden, was wir hier machen? Ich glaube nicht. Weil wir ja im Grunde eine gleiche Verteidigung aufbauen wie ihre. Alamas. Umbis. Umbis. So. Alamas. Alamas. Geschützt. Das gleiche, den gleichen Alamas. Schnack machen wir hier oben nochmal. Der Wald ist bald, habe ich das Gefühl, wenn ich hier noch einmal hingucke, weg. Wir brauchen hier aber jetzt dann bald dieses Update für die Türme. Das können wir hier drin bauen. Sollten wir jetzt mal erforschen. Dauert ein bisschen. Rogan? Umbis. Pelare? Somus. Darai? Umbis. Rock Erectus. Abedeike. Oh, wir verlieren einen Streitwagen. Erectus. Evil Toddy. I came. Evil Toddy. Somus. Babadakis. Blerabus.
Hiding. Erectus. Blaribus. Okay, wir haben kein Gold für die Kompositbogenschützen. Wir müssen hier gleich Gold abfarmen. Ich werde ein paar Leute von der Holzproduktion abziehen, glaube ich. Die drei. Na, die vier. Rogan? Umbis. Dadai? Oh. Das konnte man in Age of Empires 2 auch machen, dass man ein automatisches Bebauen der Felder nutzte. So. Sollte reichen so. Gold wird abgebaut. Hier ist auch super viel Gold hinten. Okay, Problem. Hier schon an Leichen liegt schon wieder, ja. Alamas. Alamas. Passt überhaupt nicht. Ich hoffe, wir können die Türme nochmal updaten. Geht nicht. Sieht kurios aus mit der Mauer. Sehr bunt. Sehr farbenfroh. Okay. Ich will hier wieder Bogenschützen platzieren an den äußeren Rändern. Aber das sind die Streitwagen, die positioniere ich erstmal im hinteren Reihe. Das ist ein Wagen, der kommt hier hin. Ich würde sagen, hier oben rauf können wir auch Türme bauen. Der zieht ab, im Übrigen 4. So. Der reguläre Kompositbogenschütze zieht ab 5. Sogar ein mehr. Der schießt nur schneller, oder? So, wenn die Türme stehen, schicke ich die Verteidiger runter, dass die hier auf, also reparieren unsere Dorfbewohner. Und die schützen jetzt die Bogenschützen. Unsere Einheiten. Das wird hier noch etwas dauern. Alamas.
Alamas. Was ist los mit dir? Geh dahin. Alamas. Manchmal bin ich doch... Alter Schwede. Manchmal bin ich doch verwundert über die Wegfindung. Was ist mit ihm kaputt? Der ist ja völlig im Eimer. Alamas. Hiding. Alamas. So. Dann können wir eigentlich bald mal einen Angriff wagen. Somos. Ohne. Wollen die auch mitmachen? So, ganz fies, wir nutzen jetzt seine Mauern. Wir dürfen eigentlich den Strom nicht abreißen lassen. Gut, also Leute, wir sind jetzt aber auch wieder an dem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, dass die Folge leider vorbei ist. Ich bedanke mich wieder, dass ihr so eifrig zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch alles Gute und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Age of Empires Definitive Edition. Und bis dahin sage ich einfach mal, gehabt euch wohl, macht's gut, das war euer Zigaro und bis zum nächsten Mal. Tschüss!